Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Willkommen aus Charpentown. Bist du aufgestanden, frisch und munter? Warte, erstmal ein bisschen Musik auflegen. Und was trinken. Oder zuerst noch duschen gehen. Besser. Tut das gut. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, leveln wir noch ganz kurz auf. Ein Punkt und ein Punkt. Ich wollte, glaube ich, Coolness ein bisschen höher bringen. Und das hier für Hexschaden 60% erhöht. Nice. Hört sich gut an. Wir haben 1,2 Millionen. Sollten eigentlich ein bisschen Geld ausgeben, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. Mal schauen. Wir sind eigentlich immer noch auf der Suche nach diesen Aufträgen. Wir haben jetzt zwar das letzte Mal einen Auftrag von Wakako gemacht. Was? Aber das hat uns nicht weitergebracht. Denn das war nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und auch das ist das Falsche. Deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht könnten wir einfach mal bei Wakako nochmals vorbeischauen oder sie anrufen. Vielleicht rufen wir sie erstmal an. Vielleicht hat es ja irgendwas zu sagen. Zu sagen hat sie nichts. Dann gehen wir halt einfach vorbei. Wenn ich hier nicht weiterkomme, gehe ich vielleicht zu Regina Jones. Weil eben die anderen beiden Aufträge sind, glaube ich, von ihr. Mal schauen. Chick Chick Street. Waren wir schon länger nicht mehr. Ist er hier drin? Naja. Bringt auch nichts. Hast du gar nichts gesagt? Was willst du tun? Got something that'll keep you wet for hours. Hat uns jetzt leider auch nichts gebraucht. Oder müssen wir vielleicht den Auftrag hier machen, damit der andere
aufgedeckt wird. Ich weiß leider nicht mehr, wie das funktioniert. Mit diesen Aufträgen bei den, also bei den Fixern. Wir fahren mal dahin und dann schauen wir, vielleicht wird ja irgendwas Neues aufgedeckt. Oder müssen wir die zufällig finden? Ich bin mir da irgendwie nicht so sicher. Naja, versuchen wir es mal so. Also was ist das für eine Musik? Sorry, geht gerade gar nicht. Falsch! Shit! Oh Mann, das passiert, wenn man sich immer gewöhnt ist, dass die B-Taste eigentlich die Handbremse ist. Was ist das hier drin? Wild Blue. Wie ist halt hier komischerweise aussteigen? Ich weiß gar nicht, kann man eigentlich die Tasten umbelegen? Ja, soll ich das vielleicht mal tun? Handbremse war ja, glaube ich, eher. Was war die Handbremse? Ah, war die Handbremse. Ernsthaft? Muss das sein? Auf dieser Straße waren wir, glaube ich, auch noch nie. Sie kommt mir zumindest nicht bekannt von diesem Fall. Hallo, aber auf der anderen Seite des Gebäudes da. So dieses teure Viertel. Was haben die? Bis dass der Tod uns scheidet. True love comes to die in Night City. Husbands cheat on wives. Wives cheat on husbands. Then they divorce and talk behind each other's backs. Can you believe that? Truly, I am shocked. But do not despair. Today, I give you the chance to help one such divorcee. His name is Mr. Gutierrez, and he is counting on us, V. Of course, his marriage is beyond saving. But perhaps we can retrieve the checks his wife took from him. I am attaching more details. Okay. Kleptomanie. Splitter mit Emilia Gutierrez. Aktienschein stillen. Penthouse Palm Street. Soll ich dir was über meinen vierten Mann erzählen? Er war sehr faul.
unglaublich naiv und stinkreich. Ich habe noch nie so viel Geld in so kurzer Zeit verdient, wie durch die Scheidung von ihm. Darum verurteile ich Mr. Gutierrez nicht dafür. Mrs. Gutierrez, ihrem Mann das letzte Hemd auszuziehen. Ganz und gar nicht. Ich wüsste sogar gern die Namen ihrer Anwälte fürs nächste Mal. Aber genau von glücklichen Ehen, genug von glücklichen Ehen. Unser Klient ist der geschädigte Mr. Gutierrez. Er hat bereits sein Auto und sein luxuriöses Penthouse verloren und nun hat der arme Narr kaum genug, um über die Runden zu kommen, weil er seine Aktienscheine im ehemals gemeinsamen Zuhause gelassen hat. Die Schlösser wurden schon ausgewechselt. Du musst sie ihm zurückholen, denn unsere frisch geschiedene Singlefrau wird sie ihm nicht freiwillig aus reiner Herzensgüte überlassen. Ich verschaffe dir Zutritt zum Fahrstuhl, damit kommst du in den obersten Stock des Gebäudes zum Penthouse. Es versteht sich von selbst, dass die Sache absolut diskret ablaufen muss. Wenn alles optimal läuft, legt Mr. Gutierrez einen Bonus drauf. Alright. Hello. What's your morning grind? Nano cleansing cryomat. Nano sit-ups, 2 dopa tabs, and a spoon of royal jelly. You mean from, like, bees? I thought they went extinct ages ago. World's a garden. Dann mal schauen, ob wir das diskret lösen können. Apartments. Das ist natürlich eine schlaue Masche. Jemand reicht zu heiraten und dann zu scheiden, um das Geld aufzuteilen. Naja. Man könnte von innen durch oder von außen. Kann man hier irgendwas pingen? Ja, man kann. Okay, ein Roboter gibt es auf jeden Fall. Eine Drohne. Noch eine Drohne. Die ich leider nicht scannen kann. Schade. Perfekt. Da gibt es eine Tür, die man nicht öffnen kann. Dann kann man hier durchs Fenster wenigstens, aber... Da ist gleich die Drohne. Kameras gibt es auch, wie ich da sehe. Um ausschalten. Oder wait. Kamerasteuerung vielleicht zuerst. Da die Drohne höher, obwohl es die andere ist, aber ist die da drüben. Okay, ein Robot. Das ist die zweite Drohne. Zwei Drohnen und bloß ein Roboter. Wenn ich das richtig sehe, sollte eigentlich machbar sein. Wenn ich nicht unbedingt irgendwas noch mit gehen lassen möchte. Okay, die ist oben.
wäre der Haupteingang. Kann man hier auch rein? Nee. Kamera ist aus. Drin ist auch noch eine Kamera. Wir können uns schon noch ein bisschen hier umschauen. Security, da kann man nicht rein. Müsste man irgendwie ausschalten wahrscheinlich. Ich schätze mal, wir müssen irgendwie ein Schlafzimmer oder so finden. Kehrt die Drohne um. Die kehrt um. Da kann man nicht durch, aber hier könnte man durch. Und da kannst du die Drohne von oben sehen. Und die gleich da kommt. Hm. Ich jetzt mal leise ausschalten, kann man die Drohne nicht. Mal kurz schauen, bis wo die geht. Okay, die geht da nach rechts. Oder auch nicht. In dem Büro drin. Speichern. Lokales Netz wegen not reset. Oh. Waren das die Drohnen? Weitere rechtliche Schritte. Brad Drake, Anina Gutierrez. Wir haben Mr. Emilia Gutierrez' Wohnung und Fahrzeug bereits beschlagnahmt. Im nächsten Schritt geht es um die Durchsetzung regelmäßiger Unterhaltszahlungen. Als Ihr Anwalt muss ich Sie warnen, dass unsere Chancen, den Streit zu gewinnen, bedauerlicherweise ziemlich niedrig sind. Sie haben keine Kinder und eine gut bezahlte Stelle. Haben Sie eventuell eine chronische Krankheit? Wir könnten Ihrem Mann die medizinischen Kosten aufbrummen. Mit freundlichen Grüßen Brad, Drake, Rechtsanwalt, Asukaga und Finch. Ich kann meinen Job vorübergehend aufgeben. Ich frage meinen Ripper-Doc nach ein paar professionellen Einschätzungen, die sich vor Gericht gut machen sollten. Es gibt genug Krankheiten in der Welt. Ich denke mir schon was aus. Und nicht vergessen, ich brauche einen Anwalt, um diesem Hurensohn das Leben zu zerstören. Ich habe 15 Jahre mit diesem jämmerlichen Arsch vergeudet. Jalousien kaputt. Überraschung, die Jalousien in meiner Küche sind schon wieder kaputt. Wie schwer kann es denn sein, einen kompetenten Handwerker in der Stadt zu finden, der sie vernünftig repariert? Ich will das Geld für die letzte Reparatur zurück in die Stadt bekommen. Und dann schickt ihr mir gefälligst jemanden, den dieses Syphus. Den dieses Sisyphus. Sisyphus. Arbeit nicht komplett überfordert. Diesmal umsonst das Ganze. Selbstverständlich, Mrs. Gutierrez. Wir arbeiten daran und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Meine Splitter. Nina, gib mir meine Splitter zurück. Die gehören mir und das weißt du auch. Ich will keine große Sache draus machen. Aber, oder so, aber ich brauche sie zurück. Können wir das bitte wie Erwachsene regeln? Wie konnten wir uns nur so auseinandernehmen? Das fragst du noch? Nach allem, was du getan hast? Fick dich, du egozistischer Wichser. Egozentrischer Wichser. Gutierrez Splitter.
So, der Roboter ist auch aus. Ah, dann gut. Können wir ja die Wohnung ausräumen. Die Frage ist jetzt bloß, ist das leise gelöst? Oder hätte ich das nicht tun dürfen? Werden wir wahrscheinlich gleich nachher erfahren. Beweise von Nina Guterres und Max Jones. Ich komme gleich zum Punkt. Hier sind die Beweise, dass mein Ex-Mann Bestechungsgelder von Konzernen akzeptiert und ihnen im Gegenzug Vorteile über seine Beziehungen im Rathaus verschafft hat. Um ehrlich zu sein, habe ich mir die Dateien kaum angeguckt, weil mir das ganz am Arsch vorbeigeht. Aber ich weiß, dass du einer dieser Pressefuzis bist, den einer abgeht, wenn er einen Politikerträg am Stecken nachweisen kann. Ich bin mir sicher, du übernimmst die Detektivarbeit gerne selbst. Und wehe, du erwähnst meinen Namen auch nur einmal in deinen Unterlagen. Dann mache ich dir das Leben zur Hölle. Ich serviere dir Emilio auf einem silbernen Tablett. Also sei gefälligst dankbar und viel Spaß. Dateien nicht gefunden. Warnung, sie wurden angegriffen vom Alertbot. Achtung, Meldung entdeckt. Der Computer wurde von drei Teams attackiert. Unser System hat Folgendes entdeckt. Zwei Versuche, an ihre persönlichen Daten zu gelangen. Ein Versuch, ihren Prozessor zu infizieren. Sofortige Gegenmaßnahmen erforderlich. Mit unserer Schnellgefahren-Neutralisierungssoftware verhindern sie Identitätsdiebstahl und Implantatenraub. Nicht vergessen, feindliche Netzwerke können ihr Nervensystem infiltrieren und sie zu folgenden kriminellen Handlungen bewegen. Betrügerische Banküberweisungen, gewalttätige Übergriffe, Diebstahl und oder bewaffnete Raubüberfälle, wie zieht. Klicken Sie zu Ihrem eigenen Schutz. Jetzt scannen. Unsere hochentwickelte Anti-Demon-Software wird daraufhin umgehend sämtliche Bedrohungen eliminieren. Wenn Sie den Scan nicht in den nächsten 5 Minuten und 17 Sekunden durchführen, könnte Ihr Betriebssystem Ihre irreversible Schäden erleiden. Schützen Sie sich jetzt. Yes. Genau. Das wollte er sagen. Ich weiß, war eigentlich gerade unnötig, das vorzulesen, weil es, glaube ich, wieder bloß einfach Spam war. Aber ich habe es zuerst ein bisschen anders verstanden, dass das hier von diesem System kam. Deshalb dachte ich, das wäre wichtig. Heraus können wir nicht. Please enter individually. Ich glaube, das wäre eine schlechte Idee. Mal, das sollte aus sein, ja. Ein Badezimmer mit einer unglaublich guten Truhe. So, Kiste. Arasaka und Ornithologie, drei japanische Wörter, die jeder kennen soll. Also theoretisch sind wir ja schon leise drin, weil niemand weiß, wer hier eingebrochen ist oder warum. Gewaltsam öffnen. Ich glaube, rausgehen ist eine schlechte Idee. Ah,
hat auch so eine Statue bei sich. Kann man die bitte ausschalten, die Tiers? Follow your instincts! Laut sprechen. Na gut, ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr zu holen. Wie gesagt, rausgehen ist eine schlechte Idee, glaube ich. Zumindest über diese Wege, die hier zugesperrt sind. Okay, jetzt sind wir draußen. Alter, die Drohne hat es schön frittiert. Schöne Aussicht von hier oben. Mal kurz im Pool. Ah. Und ich glaube, wir haben alles, was man hier holen kann. Obwohl, wir können noch kurz oben schauen. Dann war's das. Okay, hier kann man noch kurz was mitnehmen. Ah, 14:15, shit. Schade. Wäre bestimmt gutes Material gewesen. Aber gut, dann gehen wir hier wieder raus. Das haben wir ja schon, ja. Komisch, dass hier eigentlich auch das Fenster offen ist. Naja, nicht mein Problem. Dann wieder ab von hier. Bye bye. Was ist denn hier passiert? Weiß niemand. Haben wir unser Auto? Ah, da. Mitten auf der Straße. Mitten auf der Straße, Fragezeichen. In der Leyland Splitter haben wir bekommen. Gut. Kann man nicht wissen, wenn man das hat aus hat. Ah, das hat aus hat. So, MF. Discreet and with finesse. Something I cannot say about Mr. Gutierrez's divorce. Marvelous work, V. Closing the contract. Vielen Dank, vielen Dank. Alright. Dann würde ich sagen, war's das schon wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence,
and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.